bin Herr Bercht Millersitz. Ah, super, Herr. Jetzt auf wieder einmal. Komm, Mann, was hast du für einen Schatz? Ja, nein, warte rein. Jetzt sind wir nicht da von Schottberg an. Die 125 Aufheuer in Solbach, die hat ihn sehr, wenn ich da gehen will. So, wie viel brauchen wir noch? Ja, dass wir jetzt nur kommen. Komm mal alle. Nein, 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 nach und nicht. Ich brauche zwei. Ja, und wie schaut es mit Ihnen so aus? Ja, ja, es wärst 62 von mir. Ja, ja, oder? Die Runde wäre ich wieder zahlen. Ah, Schäferretter, super. 6, 7, 8, 9, bitte. Ah, mach schon leicht, da werden wir mal rauf, mal oder? Ja, ja, was hast du denn? Auf dem Hitzeit. Ja, was ist auf das? Ja, was ist auf das? Ich weiß schon, das muss das Wasser über die Birne schicken. Ach, das Plampern! Ja, genau. Nein. Der Bürgermeister ist gefallen. Was für ein Dotzen ist auf das eingefallen? Kennst du nicht? Der Bürgermeister! Du sagst Garantie ein. Nein, ja, was tun wir da, Mann? Da fangen wir ja noch einen Halbwissenden, was ja. Wir da sind. Nicht? Ja, cool. Das passt. Ja, nachher, Mann, da was ist das? Ja, ja, komm, mein Schwaner rein, wie nicht. Und da flashen wir mal so richtig, da oder? Hupfen wir in den Teich rein, aber etwas wird uns schon einfallen. Etwas wird uns einfallen. Ja, liebe Kameraden, geschätzte Margrethinnen, ihr wisst es, jetzt hat uns natürlich, ihr natürlich sehr vorlaut gekriegt, quasi was für ein Dutzen, das eingefallen ist. Da möchte ich mich natürlich schon entschuldigen bei unserem geschätzten Bürgermeister heißen. Wir können Dutzen nicht, weil wir stolz sind auf ihn. Aber es ist mal so rausgerutscht, die haben noch nicht gewusst, wer uns nominiert hat. Auf alle Fälle sind wir stolz, Herr Bürgermeister, dass du uns da nominiert hast. Wir sind da der größte Verein von Arisadal mit 618 Mitgliedern. Wir haben leider Gottes nirgends an so einem großen Teich Schwimmbad oder siehst du was gefunden, wo wir da rein hätten. Jetzt haben wir eine kleine Abordnung mitgenommen zum Steger Kali in Steinhalbe. Und ich glaube, es war eine sehr gelungene Veranstaltung, was wir da gemacht haben. War ganz gewaltig. Nicht das von Kali, dass uns das Wasser ein wenig gewandt hat, was angeschüttet hat. Und in der Umbeschauarbeit zu tun, hinten hört es ja noch auf. Und meine Wagen hinterher haben gesagt, wenn ich nicht bald reinlaufe, dann gewährst du da auch schon. Ja, so ist es passiert. Dann müssen wir ihn auch nominieren, noch nicht? Kali! Du weißt, ey, wir haben mal so kurzfristig geredet drüber, hin zwei hat mir eingefallen. Die Margarethinnen, da waren die ganz dafür und wir zu ihm. Das erste die Nominierung war die Birgler Brennsturm. Weil das war einfach eine super Sache, wo wir die hören, die sind ja Landel. Die werden neben den Schlupfbrennen auch aussaufen. Ja, aber total cool, nicht? Ja, die gehören einmal in der Seerswasser rein, nicht? Weißt schon? Und die zweite Nominierung. Ja, wir können mich Wasserdreh kann ich auch machen. Wasserdreh, die Wasserwelt kann ich auch machen. Die Wasserwelt kann ich auch machen. Die Meislinger Hermann. Ich
oder drei. Ja. Das Wasser war eigentlich warm. Der Meislinger Hermann von Kolm, sehr gut. Das hängt ja von der Gastein um das warme Wasser. Ja, einmal. Nein. Was haben wir für den Tisch noch? Ja. Warte, Mensch, jetzt müsst ihr wohl sagen, geduld haben. Was haben Sie jetzt gesagt, die Dritten? Die Dritten haben wir gesagt, das waren die... Ja, Birchner, gell? Ja. Da waren ja lauter feste, nette Lieder und Mädels dabei, die was sich sicher gerne mal zwaugerten. In so einem lauwarmen Wasser, wenn wir gehabt haben. Und das waren unsere Nominierungen. Und wir bedanken uns noch mal aufs Allerherzlichste, dass wir da dabei sein haben dürfen. Bravo. Danke. Jawohl, Mann!